Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Let's Play OMSI 2, ja sozusagen der Jubiläumsfolge. Also habe ich mir natürlich auch eine besondere Map ausgesucht, mit einem besonderen Schwierigkeitsgrad. Und zwar Innsbruck, passend dazu den Zito in der IVB-Lackierung. So sind sie nämlich tatsächlich in Innsbruck unterwegs gewesen. Was wir hier machen, entspricht also so ziemlich der Realität. Ursprünglich wollte ich ja bei ganz schlimmem Schnee fahren. Das kann ich den Berg hoch aber vergessen, weil der Zito das einfach nicht mehr schafft. Auf dem Berg halte ich dann an der Haltestelle an, will wieder anfahren und das Ding rollt rückwärts und scheppert in die Autos hinter sich rein. Der Motor ist scheinbar viel zu schwach. Ja, also versuche ich auf das Glatteis zu verzichten, zumindest hoch zu, dass er wenigstens Traktion hat beim Anfahren und von der Stelle kommt. Weil nichts ist blöder, als in das hinter sich stehende Auto zu scheppern. Da habe ich ja jetzt nicht so die Lust drauf. Ja, runter können wir das ja machen, weil da muss ich ja nicht irgendwie anfahren. Da gibt es ja nur ganz wenige Passagen, wo es steil hochgeht. Da können wir das durchaus mit Glatteis machen. So bergab Glatteis ist nämlich auch nicht ohne. Jetzt habe ich erstmal das Tauwetter eingestellt. Wie gesagt, das ist jetzt der dritte Versuch, den ich mache. Die ersten beiden sind tatsächlich am Berg hoch gescheitert mit diesem Bus. Aber ich möchte ihn unbedingt fahren, weil es halt so vorbildgetreu ist. Deswegen ist der Bus auch schon ein bisschen verdreckt, weil er halt schon zwei Aufstiege und Abstiege hinter sich hat. Ja, die Leute wollen rein. Dann wollen wir sie mal reinlassen. Ich weiß jetzt ja nicht, ob die wegen der Temperatur meckern. Die Heizung ist ganz leicht nur an. Weil komischerweise meckern die schon ab 15 Grad, das sei eine Sauna in diesem Bus. Ja, scheinbar haben die in Österreich hier ein anderes Temperaturempfinden. Wobei, ja, alles unterhalb von 10 Grad empfinde ich als kalt, alles oberhalb von 20 als ziemlich warm. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren, sondern losfahren. Ach. Moment, ich mach mal die Hilfspfeile aus. Mittlerweile weiß ich ja so ungefähr, wie es abläuft, außer ganz oben an der Nordkette. Da kenne ich mich dann manchmal doch nicht so gut aus. Mensch, fahr du Arschkrampe! Und jetzt hat er doch wieder Schwierigkeiten mit dem Anfahren. Na, so ein Käse. Dann müsste ich die Temperatur eventuell doch noch weiter hochregeln. Ah, hier geht's schon wieder los. Der Zito muckt auf, dann müssen wir eben die Temperatur um ein paar Grad erhöhen. Wie gesagt, zurück zu kriegen wir plötzlich auf einmal ein Tiefdruckgebiet und es wird schneien. Mann, ist der doof. Nächstes fahre ich wieder Auto. Ja, dann fahr doch das nächste Mal Auto. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Warum hängt der denn fest? Na, sowas. Hebt der jetzt ab oder landet der wieder auf der Erde? Na, so ein Scheiß. Auch noch mit dem kurzen Zito hier reinzuballern, ist natürlich eine Blamage. So, und da wäre ich jetzt. So wie Sie fahren. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Der kommt ja kaum hoch, das meinte ich. Und wenn jetzt noch Glatteis dazu käme, hast du verloren in diesem Bus. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber rückwärts fahren half. Also da kam der besser hoch, aber mach das mal auf Innsbruck hier. Also ich will den sehen, der rückwärts den Berg hoch fährt in der Realität.
denn da frei? Sieht so aus. Na, warum weigert sich das Hito denn jetzt schon wieder anzufahren? Also das ist schlimm. Wie war denn das eigentlich mit den Zitos, die tatsächlich in Innsbruck gefahren sind? Hatten die auch so extreme Schwierigkeiten mit der schlechten Motorleistung oder wie hat man das da gelöst? Weil dieser Bus scheint ja zumindest in Omsi nur für die Ebene zu taugen. Und es wäre mal interessant zu wissen von dem Innsbrucker, ob das in der Realität besser klappt oder ob ich mich einfach nur zu doof anstelle, von diesem Bus seine Leistung abzuverlangen. Immerhin, jetzt wo das Glatteis weg ist, kommt da doch halbwegs hoch. Kein Haltewunsch, also weiter. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss nur mal bremsen vor der Kurve. Ich kann doch hier schlecht volle Kanne durchfegen. So, und hier hatte ich dann wirklich verloren, als alles vereist war. Wenigstens nicht in der Kurve. Das war knapp. Ja genau, fahr mal hier dann an, wenn das glatt ist. Kannst du vergessen, zumindest mit diesem Fahrzeug. Mit dem N2 war es kein Problem, aber ich wollte ja nicht wie den N2 nehmen, weil er erstens schon in der KI ausschließlich fährt und zweitens, weil das halt, ich kann es nicht oft genug betonen, mit dem Zito eben realistischer ist. So, komme ich denn da raus? Ah! Scheiße, das meinte ich. Da brauchst du Anlauf. Was ist denn jetzt? Was war denn das jetzt? Da habe ich jetzt aber kein anderes Auto gerammt. Ich glaube, da habe ich irgendwie ein Schild mitgenommen oder so. Kann das sein? Auch hier hatte ich extreme Probleme. Jetzt geht's aber.
Oh, das ist schön. Da muss ich den wenigstens nicht in der Kurve treffen. Da kann der schön vorbeifahren mit seinem N2. Hoffentlich klappt das jetzt mit dem Anfahren. Aber ja, diesmal läuft's. Das war knapp. Scheiße, zieh an, zieh an, zieh an. Oh. Die können aber auch nicht warten hier im Gegenverkehr. Wechsle ich mal lieber die Perspektive, sonst gibt das ein Unglück. Hier möchte ich ja nicht runterstürzen mit dem Bus. Zumal hier keine Leitplanke oder so vorhanden ist. So, und da ist schon die nächste Haltestelle. Und diesmal habe ich sogar keine Beschwerden, dass die Leute aussteigen wollen. Die steigen jetzt alle freiwillig aus, obwohl ich habe ja nicht mal einen Haltewunsch. Also steigt keiner aus. Ja, was denn, Mädels? Wollt ihr rein oder lauft ihr weiter? Na toll. Oh, der qualmt aber ganz schön. Mit seinem dieselelektrischen Antrieb. Das heißt ja, der Wagen wird eigentlich von einem Elektromotor angetrieben, weil dieser einen höheren Wirkungsgrad hat, aber der Elektromotor wird halt nicht von so einer Batterie betrieben, wie es beim reinen Elektroauto ist, sondern eben von einem Dieselmotor, der den Strom liefert. Aber ich glaube, das wusstet ihr eh alle schon, aber lasst mich ruhig mal ein bisschen klugscheißen. So, und jetzt müsste ich angekommen sein an der Endstelle. Hinaus mit euch. Jetzt haben wir auch Zeit, hier oben uns den Bus mal ein bisschen anzugucken. Oh, zwei N1 hinter mir. Ich bin, glaube ich, gerade... Wie habe ich die denn überholt? Oder waren die ganze Zeit so dicht hinter mir? Na, das wär's ja jetzt. Ja, also der Bus ist wie der Citaro und der Citaro G auch sehr gut umgesetzt. Man kann hinten... Ups. Die Klappe vom Motor öffnen. Da ist also dieses komplizierte dieselelektrische Antriebssystem untergebracht. Die Sounds hören sich ein bisschen abgehackt an. Entweder ganz laut oder gar nicht. Ja, ja, Fernlicht funktioniert auch. Alles wunderbar. Blinker. Ja, von innen ist der Bus halt doch ziemlich klein, aber fein. Wenn ich gleich hier den Schnee anmache, kann ich ja schon mal das Licht anmachen. Wird nämlich gleich ein bisschen dunkler am Himmel.
alles auf jeden Fall sehr schön gemacht, der schöne kleine Bus. Das Cockpit ist eigentlich identisch mit dem des Citaro, hat auch dieselben Bordcomputerspielereien. Kann man sich ja alles Mögliche aussuchen, was man sich denn da anzeigen lassen will. Innen 24 Grad, na, das müssen wir jetzt aber ändern. Da lassen wir mal ein bisschen Luft rein hier. Oh nee, ne? Was war das denn? Ich sehe große Probleme auf uns zukommen. Da sehe ich aber wirklich große Probleme auf uns zukommen. Wie wir jetzt an dem hier vorbei wollen. Er will nämlich auch links abbiegen. Da hinten ist nämlich eine Sackgasse. Vom Marktplatz sind wir ja losgefahren. Also überlege ich, ob wir vom Kongress dann als Ziel nehmen, wenn es das gibt. Allerheiligenhöfe. Leeds Bradford. Was hat das denn hier verloren? Ich kann nach Birmingham fahren, St. Petersburg, Edinburgh, Kiew, Liverpool. Interessante Fahrziele, die ich hier zur Auswahl habe. Also das muss ich ja sagen. Fahren wir mal zum Kongress dann. Dann fahren wir... Und dann wollen die schon rein. Und jetzt kümmern wir uns um das Wetter. Oh ja. So, lieber LKW. Das war nicht so geschickt, hier anzuhalten. Wollt da rein? Nicht. Dann eben nicht. Ich glaube, das war rechts, wenn ich mich nicht irre. Nein, war es nicht. Na, da komme ich ja her. Also müsste ich erst links und dann wieder rechts fahren. Das wäre, glaube ich, das Richtige. Ja, da ist nämlich Ende. Also doch eben... Ja gut, dass ich nochmal gucke. Mir war doch so. Ha! Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Das kann ich doch nicht sehen aus diesem Blickwinkel. Die Sichtposition ist beim Cito wie beim Citaro eben nicht die allerbeste. Muss ich gucken, wie ich mich aus diesem Schlamassel befreie.
das war ja nicht ohne. Kann ich bitte auch? Ja, fahr mir doch rein, du Idiot! Na, so ein Idiot, ja, und da kann er auch schon wieder verschwinden. Mann, 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 Mann. Der kam ja hier angeschossen mit einer Geschwindigkeit. Das ist ja... Hilfe! Was ist das denn hier? Der kam ja da angeschossen. Das ist ja nicht zu fassen. Ja gut, ich fahre auch so, aber ich darf das hier. Ich bin ja der Busfahrer. Mann! Ihr wollt raus? Dann bitteschön. Der Typ hier ist echt mutig. Die wollen scheinbar nicht mit mir mit. So schnell die Sicht nicht umschalten, wie ich es eigentlich können müsste, um hier vernünftig zu fahren. Da steht diese Säule so dämlich im Blickfeld. Die A-Säule vorne. Ah! Das war nicht so gut hier mit dem LKW. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Haben sich in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Da habe ich mir den Bus wohl irgendwie zerschossen. Ich glaube, das war dieser letzte... Das war dieser Unfall an der Kreuzung. Da habe ich mir, glaube ich, hier den Bus zerschossen. Na super. Du kannst rein, du kannst raus. Bist erlöst. Keiner will rein. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass das hier eine relativ ruppige Fahrt ist. Egal, da habe ich keinen mehr, der meckert. Der kommt doch ein bisschen schon ins Schleudern. Das war hart. Das hätte ja fast in einem Unfall geendet, aber auch nur fast. Wollt da rein? Was gibt's denn hier noch so Schönes? Oh, die Kühlwassertemperatur stieg ein wenig an. Das ist natürlich nicht so dolle, aber es verwundert auch nicht. Dann halt nicht. Oh. Ah! Was war denn das? Was ist denn hier gerade passiert? Das muss ich mir selber mal anschauen. Also ich fange jetzt nicht nochmal an, die Folge neu zu drehen, aber
Das war jetzt ja nicht so prall, die Aktion. Da steht... Ah, oh, jetzt steht der Bus hier quer. Das ist ja alles geil. Der ist dem auch noch reingefahren. Ja, der wurde hier scheinbar runtergeschleudert quasi. Dem Bus vor die Nase. Ja, wie gesagt, ich schaue es mir dann selber nochmal an. Das interessiert mich ja schon, wie das zustande kam. Wir machen mal noch was. Wir intensivieren den Schneefall mal. Ich glaube, ich habe da zu wenig eingestellt. Ups. Ja, Entschuldigung, ich hatte wieder von der Pause weggedrückt nach dem Wetter einstellen, da war ich noch gar nicht an der Lenkkontrolle. Jo, und da rollt er geradeaus. Also großen Respekt an die Let's Player, die das auch machen, die hier auf winterlichen Verhältnissen fahren. Ich denke da zum Beispiel an das Omsi Extrem von Philipp. Der hat das ja wirklich toll gemacht. Der ist hier mit dem Citaro gefahren. Der fuhr hier mit dem Citaro und war wirklich... Dem merkt man wirklich die extreme Omsi-Fahrpraxis an, auch auf schwierigen Strecken. Muss sagen, bergab auf Glatteis hat bei den anderen zwei Versuchen besser geklappt, aber da kam ich halt nicht hoch mit dem Ding hier. Ja, ja, ich weiß, dass das ein Unfall war. Oh, ist das glatt. Bleib doch mal stehen hier. Es möchte keiner mehr mitfahren, das gibt mir ja schon zu denken. Was ist das? Was ist das? Jetzt mal ehrlich, was ist das denn? Ich stehe, ja? Er ist in den ruhenden Verkehr geknallt. Na gut, ruhender Verkehr wäre es, wenn mein Fahrzeug den Motor abgestellt hätte. Dann ruhe ich ja erst wirklich. Aber es kann doch nicht sein, dass ich stehen bleibe und der ungebremst in mich reinscheppert. Also diesen Unfall nehme ich jetzt wirklich nicht auf meine Kappe. Da ist er hier selber schuld in seinem komischen Golf. Also daran traf mich jetzt aber nun wirklich keine Schuld. Vielleicht fahre ich auch einfach nur nicht dicht genug an die Haltestellen ran. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Das mache ich jetzt nicht mehr. Da steht ja schon der hier. Ja, bei den geparkten Autos ist mir es relativ egal. Solange kein Fahrgast drinnen ist.
macht mir jetzt, gibt mir jetzt aber wirklich zu denken. Ich meine, der will hier wirklich nicht rein. Mei, das ist doof. Oh. Das gab jetzt bestimmt 2-3 Kratzer. Ich glaube jetzt rechts. Ja. Reicht's, reicht's, reicht's. Ja. Und elegant herumgeschlittert. Ah, da will ja noch jemand rein. Ah, jetzt muss ich mich ja wieder bemühen, jetzt wo wieder ein Fahrgast drin ist. Ja, nur mal mit deinem Mund fallen. Wir haben halt Glück, dass da gerade nicht so ein Gegenverkehr ist. Das Anfahren auf diesem Schnee nachher wird wieder sehr, sehr lustig. Das schneit ja schon recht ordentlich, muss man ja sagen. Und da regelt er wieder wie so ein Bekloppter. Hallo Manfred! Ja, sogar im Innsbruck-Urlaub sehe ich dich. Tja, was machst du auch immer da Urlaub, wo ich Bus fahre? Ich will ja nichts sagen, aber die Ampel nehme ich noch mit. Ob die jetzt grün bleibt oder nicht. Oh, ist das eine Quälerei hier. Was hupt der denn? Der sieht doch, dass ich hier nicht besser rumkomme. Ich glaube, Kongress war links herum. Das kann man hier nur gerade nicht erkennen. Links herum. Ja. Diese lange Geradeausstrecke, dann darum. Ja, ja, Kongress, da ist es. Links herum bedeutet aber auch, dass das jetzt in dieser Situation richtig blöd ist. Ich glaube, weiter vorfahren kann ich echt nicht. Hinter dem LKW, kommt da was? Kommt da was? Gummi!
ist das ein Bremsweg. Wahnsinn. Ein Schwein, das hinter mir gerade keiner fährt. Bremse mal lieber jetzt schon. Diesmal hat die Vollbremsung funktioniert. Jetzt nicht das Schild mitnehmen. Oh, oh, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Ja, was mache ich denn hier? Na toll, das hast du ja wunderbar gemacht. Kann ich gleich noch das Schild hier treffen? Halt! Mann! Du regst mich auf, Junge, in deinem scheiß VW-Bus. Ja, fahr vorbei. Ja, komm, verzieh dich. Ja, du am besten auch. Da kommt der nächste Demel. Ja, quetsch dich durch. So, jetzt mache ich aber hier den Korridor dicht. Sag ich aber, die Faxen, Dicke. So, dann machen wir mal die Tür auf und hinaus mit euch. Ja, das waren wir in Innsbruck bei fahrerisch schwierigen Herausforderungen, die ich leider nicht immer optimal gemeistert habe. Ja, bei der Abfahrt ja, das lief doch nicht so gut wie bei den Malen davor, aber dafür hat jetzt die Hinfahrt wenigstens weitgehend reibungslos geklappt. Also ich kann euch nur sagen, nehmt euch einen anderen Bus, der ist jetzt nicht so doll dafür, obwohl er natürlich in den bergigen Kurven gegenüber dem N2 den Vorteil hat, dass er mit seinem Heck keinen aus der Bahn flankt. Das ist mir nämlich passiert. Da habe ich mich eingedreht, war wunderschön. Vorne hat der Abstand gereicht, aber der schwenkt natürlich mit dem Heck aus und hat da einige Fahrzeuge aus der Gegenspur gepustet. Das war da natürlich nicht so prall. Ich habe es nämlich, bevor ich es mit dem Zito gemacht habe, mit dem N2 versucht, weil der halt hier mal so standardmäßig rumfuhr. Dann habe ich aber gelesen, dass der Zito eben hier eingesetzt wurde und dann ist es halt der geworden. Ja, der Bus ist, wie ich ja schon oben an der Bergkette gesagt habe, schön gemacht. Eieiei, jetzt ist die Temperatur, glaube ich, auf 110 gestiegen. Dem wird hier ja gleich richtig... ist die Öltemperatur. Motortemperatur ist bei 90 Grad, das geht ja noch. Ja, das muss man erstmal lesen können, diese Digitalanzeige. Aber wenn man es erstmal drauf hat, dann geht's. Nee, toller Bus, aber für diese Strecke würde ich einen anderen nehmen. Da hätte ich es vielleicht mit dem Setra versucht. Wobei der zumindest auf Römerberg eine ungünstige Getriebeübersetzung hatte. Ich weiß es nicht, welchen Bus ich nehmen würde. Aber auf jeden Fall einen anderen. Irgendwas Kurzes mit aber einer sehr starken Leistung. Den Zito, den könnte ich vielleicht wieder auf so einer Berliner Vorortstrecke fahren. Da gibt es ja genügend davon. Ich sag mal nur Heiligensee oder so. Da gibt es, oder auch im modernen Berlin-Spandau, so zum Nachtverkehr. In Spandau 89 ist dieser Bus einfach mal deplatziert, aber im modernen Spandau natürlich nicht. Innsbruck ist eine wundervoll gemachte Strecke. Wir haben es ja gerade gefahren. Wirklich überzeugend gut nachgebaut. Hat auch etwas sehr Eigenes. Also das ist jetzt nicht so ein Spandau-Abklatsch, der ein bisschen ummodelliert wurde, sondern wirklich von Grund auf eigenständig.
Und da kommt auch gut dieses österreichische Innsbruck-Flair rüber, sofern ich mich da früher bei Google Maps und bei der Google-Bildersuche informieren konnte. Da gewesen bin ich natürlich noch nie. Ja, insoweit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Dass es zur 10. Folge auch wirklich mal was Besonderes war. Und hoffe natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Da werde ich mir natürlich weiterhin Mühe geben, verständlich zu sein. Das Lautstärkenverhältnis irgendwie hinzukriegen, dass man sich nicht übermäßig anstrengen muss, mir zuzuhören. Und bedanke mich jetzt fürs Zusehen und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.